Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Ja, mit einem neuen Bild. Ich habe einen genommen, der ein bisschen schnell durchs Endgame rasen kann, um den Helm zu finden für den Animate Weapon Bild. So, jetzt müssen wir hier hin. Wir haben den Tempel des Aetheras vor uns. Und ja, das ist eines der coolsten Momente im Spiel für mich. Er war damals noch ein bisschen nervig, jetzt ist er einfach ein bisschen länger und ja, also nervig jetzt nicht unbedingt, aber ja, es gibt Gegner, die einem ja recht viel Ding geben, ja, dass man ausweichen muss und so. Das finde ich toll, also hat sich gut getan. Er war damals, als wir noch ein bisschen low-leveliger waren, in diesem Tempel noch ein bisschen schwerer. Und jetzt, da wir ein bisschen höherleveliger sind, die Gegner natürlich auch und so, ist es einfach besser geworden. So, wie ihr seht, machen wir ein Multishot-Bild mit Flurry. Und ja, dann noch ein bisschen diesen einen, wie heißt das schon wieder, das Skill? Punkture. In der Puncture. So. Zum wieder Mana auffüllen, um auch größere Gegner noch zu besiegen. Ja, und wir müssen eigentlich ja, jetzt langsam einfach so mit Multischuss noch ein bisschen ja, das Multischuss leveln, damit wir noch ein bisschen mehr Schaden mit dem Skill machen. Aber da sind wir jetzt gerade dran. Also, ich liebe nämlich schnelle Builds und ich denke, ja, dieser Build, der ist gerade recht gut zum Leveln. Es ist einer der neuesten Last Epoch Build.com, glaube ich. Er ist einfach Armor Penetration Multishot oder so. Ja. Genau. Ja, ich habe jetzt einfach mal so gelabelt, wie gezeigt. Wir brauchen aber eine gewisse, ja, ein gewisses Unique Item, Schuhe. Um noch ein bisschen mehr Ausweichen zu bekommen. Aber ich hoffe, es klappt auch ohne. Weil da gibt es dann erst bei Fire of the Dragon oder so heißt irgendwie so das. Ja, Timeline von dem Monolithen. Das war ich noch nicht. Aber ja, bis dort kommen wir hoffentlich und können dann die Schuhe auch farmen und dann haben wir noch ein bisschen mehr Survivability. So. Jo, und bin jetzt gerade eben am Leveln gewesen. Und ja, am Wochenende ich nicht so viel Zeit. Und konnte dann immer noch kurz ja, leveln. Um. Jo. Muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Ich kenne den Skill, also die Skillung gar nicht mehr so sehr. Ja, Attack Speed am besten. Mal ein bisschen machen, damit wir Schaden machen. So, jo, ich freue mich wieder einen neuen Charakter zu machen, der auch eben ein bisschen schneller geht. Wie gut wir durchkommen, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin schon gut durchgekommen, das freut mich echt. Nur die Mana-Kosten sind einfach viel zu hoch bei diesem Autoproc von Multishot. Ja, leider. Haben wir aber auch diesen einen Punkturskill. Zwei, dreimal schießen. Und da sind wir wieder voll. Jetzt können wir mal kurz schießen. So halb voll, also halb leer. Das ist relativ schnell voll, wenn wir auch die Gegner treffen, natürlich. So, so, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ja, ich finde einfach den Tempel als richtig schön geworden. Den haben sie wirklich sehr, sehr gut verbessert. Der war ja eben ja, ein bisschen nervig. Und jetzt plötzlich nicht mehr so. So, also. Da brauchen wir, glaube ich, nichts gewundert wirklich. Schauen wir kurz, bevor wir da irgendwas verskillen. Der Skill ist hier, dann Passive. Dann Blade, nein, nicht Blade, der Marksman.
Ja, ich muss doch dort auch leveln und dort auch investieren. Wir müssen relativ viele am Anfang skillen, die erst sehr spät skillen können, sozusagen. Weil eben alle am Anfang liegen, die Skill-Nots. Ja. Werden wir mal sehen, was wichtig ist und was nicht. Also, dass sie alle ein bisschen lesen und so weiter. Ja, ich bin sehr motiviert, die Skillung dann im Endgame zu haben. Muss aber ein bisschen noch schauen, dass ich da auch gut durchkomme, ohne zu sterben und so weiter. Ich glaube, ich bin noch nicht gestorben. Ja, Deathless. Gut. Aber es könnte sein, dass wir noch ein bisschen squishy werden oder sind. Gegner uns zu viel Schaden anrichten. Aber ich denke nicht. Ja, der Bild, der läuft so gut. Also, er ist noch ein bisschen langsam. Wir sagen dem so schön. Gegner sind einfach zu zäh. Aber nicht so zäh, wie man jetzt in anderen Builds kennt oder so. Oh. Der starb wieder mal. Ja, weil wir wieder die Rogue spielen. Dann wieder Mana sammeln. Das geht sehr schnell. Aber ich habe nicht immer Lust mit Ding anzugreifen, mit Flurry. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also hier müssen wir da rechts herum. Um ja, noch mehr Mana kosten zu haben. Oh Gott. Sonst momentan gibt es echt wenig Builds. Die Leute haben nicht so viel Lust, Builds zu machen. Ich denke, die meisten denken so, ja, jetzt haben sie mittlerweile wieder genügend Builds gemacht, jetzt machen wir nicht mehr Builds. Aber irgendwie fehlt es mir an bestimmten Builds, die einfach gut zum Spielen sind, einfach so zum Spielen. Ohne dass man mega viel grinden muss oder ja, min-maxen muss. Ist ein bisschen schade, ja, dass die meisten Spieler irgendwie so mega süchtig spielen und keine Builds haben für Leute, die nicht so süchtig spielen können. Ja, es hat mal einer gesagt in letzter Zeit, dass wirklich das Let's Playen und Livestream extrem viel Zeit beansprucht. Ist bei mir jetzt nicht so der Fall, aber das Grinden, das kann ich euch einfach nicht so zeigen. Bevor dann irgendwas passiert, oder? Und wenn es etwas passiert, dann kann ich eine Aufnahme anfangen. Und dann ist es wieder nach einiger Zeit wieder langweilig. Also die Entwickler von Hack and Slays müssen wieder ein bisschen das anpassen, dass das Spiele nicht so langweilig zwischendurch werden. Ist ein bisschen schade. Also in Last Epoch ist es meistens so ab Level 60 dann doch ein bisschen durchstreckerig. Und ich kann jetzt nicht immer Kampagne zeigen, nur weil die Builds dann irgendwann mal nicht mehr so gut skaliert sind, weil einfach die Unique Items fehlen. Und dann muss man ja noch Dinge, Julira schaffen und oh Gott, das ist halt doch jetzt momentan ein bisschen so ausgerichtet, dass halt wirklich Leute, die wirklich viel Zeit haben, doch viel, viel besser vorwärts kommen und alles mögliche. Sonst sie wieder ein bisschen zurückrudern, das ist jetzt nicht gerade das, was zum Beispiel zum Livestream und Let's Play gut ist. Außer eben, ihr seid halt wirklich sehr, sehr begeistert vom Let's Play und Livestreamer und wollt dann auch das Langweiligste schauen. Aber so wie es aussieht, YouTube gerade, also bei mir auf YouTube gerade, schauen die Leute nur das, was sie wirklich auch sehr interessant finden. Dürft ihr gerne ein bisschen unterstützen mich, weil kommt dann natürlich auch viel Besseres zu sehen. Wenn ich da einfach auch mehr, ja, mehr leisten kann und livestreamen kann, oder? Ist ein bisschen schade, dass ich momentan so wenig Geld habe. Aber ihr wisst ja, ich muss unbedingt umziehen. Es geht einfach nicht in so eine Wege, wo man die ganze gestört wird. Ja, es sind leider Leute, die eigentlich ein bisschen einsam sind. Und das ist für mich nichts. Ich will Leute, die, ja, die ein bisschen Zeit finden.
und keine Unterstützung brauchen von allerwelts Menschen wie ich. Ja, ist ein bisschen schade. Also in der Wege habe ich so das Gefühl, ich bin halt auch nicht gerade so einer, der gerne so ein Weges lebt, oder? Ich habe das Gefühl, habe, ja, ich bin hier nicht willkommen, ich will lieber alleine wohnen und dann rauszugehen, um Leute zu treffen, anstelle von, oh, ich bin jetzt in einer Wege und muss Menschen treffen. Aus dieser Leute. Also, wir müssen uns doch ein bisschen mehr auf die Crits verlassen. Das Crit-Chance hoch und deswegen machen wir Vulnerably, also die Anfälligkeit vom Gegner runter auf kritische Treffer. Das ist sehr wichtig. Okay, der Schaden ist jetzt nicht so hoch. Oh, jetzt will ich wieder Punktur angreifen. Dann gleich die wegmachen. Die Laser sind ein bisschen zu stark geworden. Jetzt müssen wir die wieder ein bisschen runterstellen. Brauche ich nicht so gerne. Immer wenn die Kleinen kommen, kann ich noch kurz Mana wieder auffüllen. Erste Mühe. Und tot. Wunderbar. Läuft gut, das Rebell macht Spaß. So, der oh, da haben wir mit Potenzial. Ich weiß nicht, wenn der 4 Potenzial hat, könnte man dem Hammer eigentlich auch so ein bisschen weiter ins Endgame drücken. Ich weiß es nicht genau. Oh, mir ist so wohl, wenn der Chat nicht immer angeht. Es steht nur noch klein ein bisschen dort, aber der Chat. Ja, jetzt redet aber auch gerade momentan niemand. Was ist 5 Uhr abends? 7 Uhr abends, genau. Und Leute sind einfach still im deutschen Chat. Verwundert mich. So, ich wollte ja immer schon ein Rogue-Bild machen und die meisten, ja, sind mir nicht so toll in Erinnerung. Ich brauche den Rogue wie ein Ninja, wie ein, jo, einer der ein bisschen die Schnelligkeit rausbringt, die Taktik und so, anstelle von irgendwelchen Fallen legen, wie da die Umbral Blades oder, ja, Multischuss ist eigentlich auch nicht gerade so ninja-würdig, oder? Es ist ein bisschen schade, dass halt so die Bandbreite beim Rogue eigentlich am geringsten ist, habe ich irgendwie das Gefühl. Okay, beim Sentinel ist es auch nur Smite und so, aber, ja. Die Entwickler müssen sich da noch ein bisschen ausbreiten für uns. Das Balancing noch ein bisschen in den Griff bekommen. Dann ist es wirklich gut. So, ja, jetzt weiß ich ja, wie ich es kille. Wenn ich aber jetzt ein Level Up von einer Fähigkeit bekomme, weiß ich nicht ungefähr. Wirklich, was weiß ich ja. Und was ist eigentlich mit... Ja, Flurry. Das greife ich irgendwie rechts rüber. Bei Puncture. Puncture. Ich weiß es nicht mehr, wie man das ausspricht. Das ist ein Punk. Macht ein Puncture. So. Im Englischen gibt es ja immer wieder so Silben und Verben, die anders ausgesprochen werden. Dann versteht doch ein Schweizer das nicht. Schweizer sind sowieso ein bisschen problematisch beim Aussprechen. Für die ist alles okay. Jeder aus... Ja, alles ist okay. Jeder Fehler ist okay. Ja, ist wirklich so. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen schwieriger für Schweizer. Gut, ich bin 25% Deutsch, aber ich hatte anfangs... Ihr müsst mal die ältesten Videos von mir anschauen. Auf Google-Suche Drago Basel eingeben und dann irgendwie... Nein, es geht gar nicht mehr, stimmt. Geht schon einige Zeit nicht mehr. Aber einfach die ältesten Videos irgendwie im Kanal suchen. Diesen durchschalten. Da habe ich noch ein bisschen, ja, Schweizerdeutscher Dialekt gehabt, weil ich natürlich fast nie
den ich geredet habe, nach der Schule. Und jetzt, ja, ich hoffe, es ist okay, also ich kann mich schon noch verbessern. Und ja, jetzt ist gerade einfach mein Bildschirm kaputt gegangen. Er reagiert nicht mehr. Gibt kein Signal mehr aus. Und deshalb ist das ist einfach mein Zweitbildschirm. Es kann auch ein bisschen schlechter aussehen jetzt gerade im Moment, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Es ist nur ein HP24B, also Watt wahrscheinlich. Ist nicht so ein guter Bildschirm. Aber ich habe einen in Plan zu kaufen, wenn ich das erste Geld wieder habe. Und ich habe ja heute in diesem Part schon gesagt, dass ich echt wenig Geld habe, weil ich eben umziehe. Mal schauen, ob es klappt. So. Ja, ich habe noch andere Parts von einem anderen Spieler, von einem anderen Let's Play geschaut. Und der spielt auch einen Rogue momentan. Aber er hat ein bisschen Probleme, er geht nicht schnell genug. Und dann bin ich froh, dass diese Skillung, die ich nehme, wenigstens schneller killt. Aber er ist ja schon weiter, ist glaube ich auch 7 oder 8 bald. Also jetzt den letzten Part habe ich nicht mehr gesehen. Jo. Freut mich, dass noch ein anderer Let's Played. Ja, viele sind wir nicht mehr. Hm? Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr natürlich ein bisschen Interesse zeigt. Weil sonst stirbt das aus. Dann seht ihr leider keine mehr. Keine Let's Plays mehr. Auf Deutsch. Auf Englisch habe ich das auch nicht so das Gefühl. Da gibt es ja meistens die Longplays eher und das kann ich jetzt auch wegen der Festplatte nicht so machen. Fragt mal, ich frage euch mal, ja, ob ihr doch eher noch längere Parts wollt. Aber ich sehe es ja bei Analytics, ihr habt nicht immer so mega viel Zeit zum Schauen. Also Lust. Also ich passe es an euch an, wenn ich sehe, ihr schreibt viele Kommentare, dann mache ich natürlich gerne mehr so Umfragen oder ja, Themen. Wenn ich sehe, ihr schaut länger, dann mache ich längere Parts. Und wenn ihr eben nicht so lange Parts wollt, dann mache ich langsame Parts, also weniger lange Parts sozusagen. Ist aber immer so ein bisschen schwer oder das Spiel ist nicht angepasst an kurze Parts. Das hatte ich früher immer das Problem, als nur 10 Minuten ungefähr ging. Dass ich einfach dann im nächsten Part dann einfach nicht mehr weiter wusste, weil ich im letzten Part gar nicht so lange gespielt habe, also ja, gemerkt habe, oder zu viele Parts waren eigentlich. Ja. Also slowed. Wie slowen wir? Hab nicht. Ich hab halt diesen Gürtel an. Nein, das ist Melee, stimmt, der andere Gürtel, der slowed. Oh. Jo, also eben bei dem anderen Let's Player könnt ihr natürlich noch ein bisschen mehr lernen, wenn ihr das Spiel nicht so kennt. Ich kann gerne euch auch ein bisschen erklären, was ihr so gehen oder so machen sollt. Aber es ist ein bisschen schwer für mich, oder? Weil ich auch nicht immer drin bin im Game. Also jetzt zum Beispiel bei dieser Quest müsst ihr einfach so ein bisschen die Zeitlinie wechseln. Damit ihr eine, was ist eine Krone oder irgendwie so etwas? The Batch. Okay. Also wir müssen einfach von einem, also scheinbar einem Anführer so ein Abzeichen holen. Und deshalb müssen wir jetzt in die ältere Zeitlinie, weil dort schon der Überfall war auf dieses College. Und dann wieder da zurück, wo wir jetzt waren, zu kommen, in die Ruin, nein, in die Imperial Area. Genau hier. Um dann wieder reinzulassen zu werden, oder? Also endlich reingelassen zu werden. So, ist ein bisschen schwer. Aber jo. Ich meine, die Entwickler wollen es ja so. Die wollen ja so komische Zeitkollapsen und so machen.
Ist gut so, aber man kann es natürlich, wenn es auch noch eine andere Sprache ist, ziemlich gut übersetzen, wie es genau gemeint ist und so. Wie kommt unser Schaden? Der Schaden kommt ja meistens auf der physische Aspekt haben wir gepusht und der Crit-Aspekt. Jo, weil wir den physischen eigentlich echt gut gemacht haben, macht uns unser Punktschuh, also unser Durchstoßen viel mehr Schaden. So. Genau. Also ich habe so das Gefühl, Punktschuh macht viel mehr Schaden gegen einzelne Gegner, das viel schneller ist. Aber wenn man Bosse hat, muss man natürlich ein bisschen mehr vom Ultraschuss schießen. Aber der macht auch viel Schaden. Also es ist beides einfach so abzuwägen, wie man jetzt spielt oder wie man es spielen soll eher. Aber schaut, jetzt greife ich zum Beispiel nur mit diesem einen, ja, 0 Mana Cost Skill an. Und dann, wenn wieder mehr Gegner oder eher stärkere Gegner sind, wieder ja, Multischuss abzufeuern. So. Das sind einfach diese zwei Skills, der da und der da. Und wenn man ihn eben so geskillt hat wie ich, kommt man hier eigentlich blitzschnell durch, oder? Ist ja eigentlich klar. Ich hoffe, es ist für euch klar. Einfach dieses Skillungen abposten. Ich werde mal schauen, ich werde mal die Skillung auch unten rein tun, dass ihr das direkt seht, wie das geht, weil sie eben das jetzt nicht so erkennt. Also wir müssen doch hier noch kurz rein, stimmt. Nochmals zurück. Ich finde, diese Stadt sieht so cool aus auf diesem Artwork. Ich hoffe, dass wir dann auch bald mal so ein bisschen umgesetzt, weil ja, man sieht einfach so ein bisschen hier das Tor. Aber wo ist denn zum Beispiel dieses große Gebäude? Oder ist das das College? Nein, das ist nicht das College. Das ist doch das College, aber sieht eher wie in der Kirche aus oder so. Aber ziemlich geil. Wirklich toll. Ja, ich habe ja gesagt schon, dass ich ein bisschen manchmal gestört werde während den Aufnahmen und so. Viele Telefone kommen, also Anrufe. Um ja, einfach ein bisschen die Let's Play-Zeit nicht zu haben oder zu wenig zu haben. Ja, und das will ich natürlich wieder lösen, indem ich alleine wohne wieder. Und auch auf lautlos mache, die Telefonate. Die können mich mal. Also die Leute, die mich anrufen, müssen nicht wundern, wenn ich nicht abnehme. Meine Güte. Eieiei. So viele Leute, die etwas wollen. Ich nehme extra nicht an den Zeiten auf, wo die meisten Menschen anrufen wollen, dann rufen sie an. Dann rufen sie einfach extra an. Und wollen nichts. Sie wollen nicht mal etwas. Also ich meine, die wichtigen Anrufe, so Hausarzt und so, die sind wichtig, aber die rufen dann nicht an, wenn ich aufnehme. Die müssen um 19 Uhr abends ja nicht anrufen, weil sie die Praxis nicht offen ist. Aber dann rufen die ganze Zeit meine Schwester, mein Vater, die zwei Wegebewohnerinnen an. Und danach noch, ja, gewisse Fußball, ja, Fußballer. Nee, kein Bock. Und ja, weil ich jetzt gerade auch nicht so gut schlafen kann, möchte ich jetzt auch nicht in der Nacht oder so aufnehmen. Und gar niemanden mehr anrufen möchte. Ich einfach so früh wie möglich schlafen gehen, damit ich am Morgen genug fit bin. Wenn ich mal nicht so gut schlafen kann. Also es geht halt schon oft so. Naja, geht alles besser, wenn ich da raus bin. Es ging ja schon besser, aber ich habe einfach zu viel Ausgaben. Ich habe halt immer wieder etwas Neues haben muss am PC, wenn die Sachen kaputt gehen. Jetzt momentan habe ich so das Gefühl, ja, eben. Der PC ist ein bisschen überfordert, weil zu viele Sachen dran stecken. Ich habe halt so die Festplatte alle dran, weil ich die einfach brauche momentan.
Danach habe ich so, Webcam habe ich ja weggenommen, weil die nicht an den Monitor passt. Da muss ich noch 3 reinstecken. Rainskin. Was habe ich da noch? Genau, da mit der GoPro noch das eine Kabel, die auch fürs Handy funktioniert. Ja, da habe ich auch noch 2 Aufnahmen, die ich noch hochladen muss. Jo, und schon eigentlich ist dann ja USB oder der Windows überfordert. Irgendwie so das Gefühl gehabt, mit 1.8, also mit 8.1 genau so herum, haben sie noch viele USB-Slots angenommen. Mit Windows 10 nicht mehr ganz so viele, aber immer noch genug für mich. Und bei Windows 11, oh, es wurde nicht erkannt. Oh, weil ich zu faul bin. Ich bin Windows 11, ich bin ganz faules Betriebssystem. Es funktioniert einfach nichts bei mir. Ja. Aber eher die Entwickler sind so mega faul. Sie wollen zu viel Schutz, aber können dann ganz normale Sachen einfach nicht umsetzen. Ich finde das so dumm, oder? Wenn man zu viel vornimmt und danach einfach nicht umsetzen kann. Wieso macht man solches Blödsinn? Man soll nicht so viel verlangen, dann kann man auch alles umsetzen. Aber nein, sie verlangen zu viel. Oder vielleicht auch die Profi-Akteure, die Windows 11 ja so toll finden. Die vielleicht wollen es. Aber müssen Entwickler alles umsetzen, was die Fans wollen? Nein. Das ist ja dann viel zu viel. Ja, ja, Windows 11. Ein größter Sandkasten, also ohne irgendwas fertig zu haben. Eine Baustelle. Ja. Von kleinen, minderwertigen Leuten, die zu viel kosten, zu viel Lohn haben. Genau. Aber ja, das muss man halt akzeptieren als Gamer. So. Betriebssystem nicht gerade sehr gut sind. Was denkt ihr so eigentlich? Also, ja. Wahrscheinlich seid ihr ein bisschen, genervt über mich jetzt gerade, wenn ich das sage. Aber es ist einfach so. Hätte ich weniger Probleme, müsste ich nicht so blöde Sachen sagen. Ja, es gibt halt immer Kritiker und dann gibt es Gegenkritiker und oh. Es muss halt einfach besser sein. Ich kann nicht so sein wie aller Mensch. Also ich kann jetzt nicht unbedingt jedes Programm mega gut finden, wenn es nicht mega gut ist. Das ist eben das Problem. Dann gibt es halt einfach Sachen, die mich stören, die ich ein bisschen bereden muss. Zum Beispiel, ja, Diablo 4. Viele sind mega enttäuscht, jetzt gerade wegen den neuen großen Dungeon, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die werden jetzt überarbeitet, jetzt freut sich jeder wieder. Und dann plötzlich nervt sich wieder jeder drüber. Keine Ahnung. Tja, wir machen jetzt das weiter, weil wir wollen ja noch ein bisschen hochleveln. Den Dungeon mache ich dann zwischen einer Folge. Den müssen wir ja nicht wiedersehen. Habe ich schon öfters gezeigt. Und ja, der ist ja auch nicht gerade so speziell toll zum Zeigen. Na, habe ich genug für Nekrotik-Resistenz? Physik-Resistenz habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Jo, wollen wir den noch kurz schauen. Das ist besser, ne? 26. Brauche ich Frostbite? Movement Speed ist oben 12. Na, 11. Ich glaube, mehr Decorating. Warte kurz, wenn die das da unten oben 14 ist und das 12. Ja, dann sind es 4% weniger. Ich wollte eigentlich das ausgeglichen haben. Ich trotzdem die mit Potenzial tragen könnte. Aber die sind leider schlechter. Aber gut, wenn wir dann Schulter haben, dann sind die natürlich besser, weil sie ein Boni mehr haben. Ist auch gut. Ich habe jetzt noch nicht so viele geschafft, mit Potenzial zu füllen, weil ich nicht so die Beats hatte. Aber ich denke, wenn ich
Glück habe, dann sind die natürlich viel besser. Nur wenn man wenig Glück ausnutzt, sind sie auch nicht so da. Ist das Glück eigentlich so da? Glück basiert auf mehrmal Nutzen. Ja. So, ich muss kurz schauen. 1.55. Dann schaue ich nochmal kurz. Jo. 30 Minuten sind voll, leider. Jo, ich bedanke mich fürs Schauen und ja, wenn ihr längere Parts wollt oder mehr Parts, schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, schreibt mehr Kommentare, was ihr so sehen wollt, was ich so mache, also ob ihr es gut findet und ja, wir hoffen, dass dieser Bild gut läuft. Bis dann. Tschüss.